Liebe Heilbronnerinnen, liebe Heilbronner, die Urlaubszeit ist gekommen. In Heilbronn gelten die Lockerungen der Inzidenzstufe 1 und es könnte eigentlich alles so schön sein. Wäre da nicht der Blick über die Stadtgrenzen hinaus, der uns leider sehr deutlich zeigt, der Trend geht aufwärts. Beliebte Urlaubsländer wie Spanien, die Niederlande, Portugal oder Griechenland haben längst Inzidenzen über 200 oder 300. Und auch in zahlreichen Regionen Deutschlands steigen die Infektionszahlen rapide an. Auch in Heilbronn müssen wir leider wieder leichte Anstiege verzeichnen. Und immer häufiger sehen wir dabei Reiserückkehrer, die das Virus aus dem Urlaub zurück in die Heimat bringen. Damit die vierte Welle nicht noch einmal das gesellschaftliche Leben lahmlegt und zu schweren und tödlichen Verläufen führt, kann ich deshalb nur an alle dringend appellieren. Lassen Sie sich möglichst rasch impfen, um die Gefahr einer schwerwiegenden Infektion zu reduzieren. In Heilbronn bieten wir Ihnen unkomplizierte Möglichkeiten für eine Impfung, nah an Ihrem Wohnort und ohne, dass Sie vorher einen Termin vereinbaren müssen. Zum Beispiel diesen Sonntag, 18. Juli, zwischen 8 und 16 Uhr auf der Theresienwiese mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Ab kommenden Montag täglich von 10 bis 20 Uhr im Kreisimpfzentrum in der Stauwehrhalle Horkheim. Je nach Verfügbarkeit mit BioNTech oder Moderna oder auf Wunsch bei Erstimpfung auch mit AstraZeneca. Oder am Mittwoch, 28. Juli von 14 bis 18 Uhr in der Sporthalle Schanz in Böckingen mit Johnson & Johnson und in Zusammenarbeit mit der Arztpraxis Dr. Glasauer. Und im August und September wird dann ein spezieller Impfbus in unseren Stadtteilen unterwegs sein. Sie sehen, eine Impfung ist nicht mit großem Aufwand verbunden, kann aber für Sie und Ihre Lieben mehr Sicherheit bedeuten. Und deshalb machen Sie mit, testen, impfen, Achtsamkeit, unser gemeinsamer Weg aus der Pandemie. Bleiben Sie gesund und machen Sie weiter das Beste draus.